So, Freunde, wir sind zurück. Tatsächlich ist mir beim Sichtigen der ersten Videoaufnahmen aufgefallen, das sagt doch keiner was, ne? Wir haben ja hier die Höhen. Habe ich auf 100 Hertz gestellt, was fürs EAW-Setup eigentlich völlig falsch ist. Da gehört nämlich nur 130 hin. Haben wir ja schon mal ausgemessen, dass der auf 130 gehört, wie der Mut zur Lücke. Und ich will jetzt auch mal wissen, was aus dem Stack hier rauskommt. Bestehend aus dem Dreierbass und dem Top habe ich jetzt einfach mal noch das Messmikrofon davor geschmissen, weil ich fand, in manchen Lagen klang das einfach zu öff, also mehr, ja, zu sehr nach Bass. Ich weiß nicht, kann ich vielleicht später nochmal beschreiben. Das heißt, wir haben nochmal Systune da und wir machen jetzt mal einen Rauschengel, wa? So, Minion, jetzt. Du müsstest mal bitte pausieren, einmal. So, ich werde mal die Auflösung, die ist jetzt natürlich so. Ich mach mal wenigstens. So, haben wir wenigstens eine 5er Skalierung und sehen, dass hier richtig was los ist im Bass. Ab 40 Hertz sind wir ganz da. Da haben wir so einen beschissenen Peak hier bei. Oh. Na, jetzt hat er die wieder auf. Ja, so einen blöden Peak hier oben bei 70. Die gefällt mir jetzt gar nicht mal so. Nach hinten rum fällt es aber ein bisschen besser aus. Ich muss mal. Das ist doof bei dem Programm, dass die Skalierung immer schnell wieder weg ist. So, da haben wir wieder die Skalierung. Genau. Ja, aber man, das Wichtigste bei Akustik ist, sag ich mal, das ist jetzt, wie es klingt an der Stelle. Ne? Du müsstest dir normalerweise ein Gesamtbild machen, machst 5 oder 6 Messungen überall an so, sag ich mal, strategischen Punkten, dann bildest du ein Average daraus. Und dann würdest du halt das anpassen. Ich will jetzt aber nur wissen, wie das davor klingt. In ein paar Abständen. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter weg. Ist das mit Bodenlehre Stau? Hä? Ja, weil das die erste Reflexion ist. Quasi, kommt runter, buff. Würde ich jetzt hier messen, ne? Habe ich, buff, buff. Da habe ich schon eine Reflexion drin, ja, weißt? Das habe ich auch immer nicht verstanden am Anfang. Ja. Aber ja, so bist du quasi. Du hast die Überlagerung. Ja, genau, genau. So, jetzt sind wir mal gewandert. Oh, der ist tatsächlich mitgewandert hier, der untere Drop. Schade, genau im Spaßbereich bei 60 Hertz. Kannst du das Mic mal, schieb mal bitte wieder so auf 1 Meter vor. Ja, so sieht es wieder besser aus. Ja, ja, alles klar, das kommt voll vom Raum. Da würde ich jetzt nichts machen. Dann gucke ich gerade mal. Das habe ich wieder auf 130. Das passt soweit. Ja. Zeig mal hier, drück mal ein bisschen Licht, was hast du denn so? Für die Kamera nochmal. Pegasus? Oh, oh ja. Das gute alte Lauflicht. Mal Laser? Laser, okay. LSB-Schein einmal bitte. Ui. Müsste auch Klasse 3B sein, ich denke mal schon. Das ist noch genau darunter. Sicher, ja? Na ja, gut. Schick. Boah, sogar RGB, ich glaube das nicht. 1 kbps. Nee, da haben wir es auch geklärt mit der Anlage. Das Messen war jetzt einfach nur mal spaßeshalber, weil ich mal wissen wollte, was da aus so einem Stack kommt. Wir sehen, es gibt je nach Position gewaltige Einbrüche. Aber so im Schnitt waren wir jetzt bei 40 jetzt komplett da. Also im Rudel kommt er nicht tiefer oder so. Genau. Aber das Wichtigste war mir eigentlich, dass
Top-Teil auf 130 Hertz wiederzustellen. Ich weiß nicht, warum ich das übersehen habe komplett, aber ist halt auch irgendwo Schutz fürs Top, ne? Gerade wenn ich hier im Grenzbereich über Stunden gefahren wird, dann möchte ich das schon ab 130 Hertz laufen haben und auch so, wie ich es mal ausgemessen habe. Genau, ja. Steht tatsächlich gerade draußen, man sieht es nicht. Hier stehen locker 100 Mann noch vor, die nicht reinkommen. Weil der Laden einfach zu klein ist. Zu doll. So, ich stehe jetzt mal draußen vorm Laden. Das ist echt heftig. Zu doll. Moin und wie immer nochmal zurück zur Nachbesprechung. Es ist alles. Ja, so teilweise wieder jetzt verstaut. Die FPs musste ich natürlich vorne absaugen. Eine Staubmatte drauf. Wahnsinn.
Ich werde auch demnächst mal ein Video machen. Nach quasi 3 Jahren FP10 schraube ich das erste Mal auseinander und mache mal so ein Fazit jetzt über die 3 Jahre und all so ein Scheiß. Genau. Ansonsten, ja, Fazit nochmal. Wie immer, krasser Unterschied, Raum leer, Raum voll. Wir haben uns am Anfang Gedanken gemacht, da gab es so 2 Quadratmeter, da war das nicht ganz so bassig. Da haben wir den Tower nochmal ein Stück gedreht, dann war es besser. Und schlussendlich mit Leuten drin war die Bassverteilung eigentlich ideal. Also da gab es kaum eine Ecke, wo es nicht gedrückt hat. Denn zum VPL nochmal, habe ich eine Insta-Story schon gepostet, vielleicht hat es ja einer gesehen. Der VPL war tatsächlich auf 116 Volt, also absolut safe eingestellt. Und da wäre auch noch gut Luft gewesen, aber es hat sowieso schon geknallt ohne Ende. Also geil, top. Man braucht gar nicht immer irgendwie bis Ende ausfahren. Da ist lieber ein safer Betrieb doch manchmal von Vorteil. Ansonsten, ja, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall mal einen coolen Gig. Wird, denke ich mal, öfter so in die Richtung unter diesem Namen Nova mal was passieren. Ja, dann Rainer und bis zum nächsten Video.